Hier in Kiew war heute Ausgangssperre, auch nachmittags, weil man befürchtet hatte, dass es einen Angriff geben könnte. Deswegen hatte ich Zeit, mich mit Sören Bartol auseinanderzusetzen. Sie werden Sören Bartol nicht kennen, aber er ist Staatssekretär, er ist Mitglied der Bundesregierung und er hat aus meiner Sicht einen unfassbaren Tweet heute geschrieben. Er hat geschrieben, ich finde diesen Botschafter, in Anführungszeichen, mittlerweile unerträglich. So verhält man sich nicht gegenüber einem befreundeten Land und vor allem nicht gegenüber einem Kanzler einer Bundesregierung, die gerade der Ukraine gemeinsam mit dem Deutschen Bundestag hilft. Sören Bartol hat damit den Mann gemeint, der dort heute in der Runde sitzt. Andriy Melnyk, aus meiner Sicht einer der mutigsten, tatkräftigsten und lautesten Diplomaten. Und er hat absolut recht, laut zu sein. Die Menschen hier in der Ukraine sterben und Sören Bartol und die SPD will, dass man ihnen applaudiert. Aber das ist einfach nur noch Wahnsinn, was da aus der SPD kommt. Denn was Herr Bartol öffentlich sagt, hört man im Hintergrund von vielen aus der SPD. Sie schimpfen über Andriy Melnyk. Sie können es nicht ertragen, dass er schon vor Monaten gefordert hat, dass dieses Land Waffen braucht zur Verteidigung, dass dieses Land verteidigt werden muss. Ich finde, kümmert euch endlich mehr um Gasgert als um Andriy Melnyk. Gasgert, damit meine ich den Mann, ich will es nicht aussprechen, der mal das höchste, nicht das höchste, aber der mal das Kanzleramt besetzt gehalten hat, hätte ich fast gesagt, der Kanzler war von Deutschland, Gerhard Schröder. Denn man regt sich in der SPD jetzt auf über Andriy Melnyk, aber ich höre gar nichts mehr über Gerhard Schröder. Also, was ist denn mit Gerhard Schröder? Warum ist der noch in der SPD? Warum gibt es kein Parteiausschlussverfahren gegen einen Mann, der weiter als Kriegsverbrecher für einen Kriegsverbrecher arbeitet? Ich sage, lasst den ukrainischen Botschafter in Ruhe und kümmert euch um Gasgert, SPD. Herr Amthor, hier doch mal direkt die Frage an Sie. Müsste Sören Bartol dafür zurücktreten? Also ich gehöre jetzt nicht zu den Politikern, die sofort irgendwie in sekundenschnelle Rücktritte fordern, aber ich finde es eine absolute Unverschämtheit und ich weiß nicht, Herr Botschafter, ich finde, es gehört sich nicht nur, dass er diesen Tweet löscht, das ist mal das Mindeste, ich finde, er sollte sich auch persönlich bei Ihnen entschuldigen, ich hoffe, dass er das auf den Weg gebracht hat. Ich finde, es ist eine absolute Unverschämtheit, ich will das auch nochmal unterstreichen, es ist ja auch nicht Ihre Aufgabe, irgendwie der SPD oder der Regierung in Deutschland zu gefallen, sondern die Interessen Ihres Landes hier zu vertreten und das gehört auch dazu, dass nicht jeder Politiker jetzt immer alles uneingeschränkt teilt. Aber das, was der Sören Bartol gemacht hat, ist, finde ich, im Ton völlig daneben liegend. Und ich habe gehört, das hat für riesig Sorgen und Debatten auch gesorgt, völlig zu Recht. Ich meine, ich will jetzt hier nicht die Dinge miteinander vergleichen, aber ich erinnere mich an Fälle, dass CDU-Staatssekretäre schon wegen ganz anderer Tweets zurückgetreten sind. Und ich finde, mit so einem, das war eine Emotion, ist es nicht getan, denn es offenbart auch eine Geisteshaltung dahinter. Und ich finde, eine persönliche Entschuldigung bei Ihnen wäre da das Mindeste gewesen. Und Sie haben aber ehrlicherweise das hinzugefügt, gerade auch ganz andere Probleme als irgendwelche Tweets von dann völlig daneben liegenden SPD-Politikern. Aber es ist einfach symptomatisch dafür, dass das jedenfalls keine gute Haltung ist in der SPD und in Teilen dieser Bundesregierung. Tja, also was soll man jetzt als Diplomat dazu sagen? Ja? Um ehrlich zu sein, habe ich diesen Trummel gar nicht verfolgen können, weil es gibt so viele Treffen und so viel zu tun, als nur den Twitter-Account von Herrn Bartol jetzt zu verfolgen, was da läuft. Und für mich gilt nicht, dass man sich irgendwie entschuldigt, dass das ist eigentlich nicht das, was man braucht. Man braucht jetzt richtiges Handeln und man braucht wirklich das, was wir erwarten von der Bundesregierung, dass sie uns mal zumindest besser verstehen, dass man sich in unsere Lage versucht hineinzuversetzen, zu begreifen, was da läuft, nicht weit, also von Berlin entfernt, 2 Stunden Flugzeit und es sind Gräueltaten, die man seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr erlebt und gesehen hat. Und deswegen, wie gesagt, ja, wir haben das zur Kenntnis genommen. Also wenn die Regierung morgen da was auf den Weg bringen könnte, so ähnlich wie die Amerikaner heute. Heute hatte Präsident Biden ein Waffenlieferungsgesetz unterschrieben. 1 Milliarde Euro alleine dafür, dass die Verteidigungsfähigkeit der Ukraine gestärkt wird. Und wir brauchen das. Das ist das, was wir benötigen. Und darum geht es und nicht jetzt
was also manche Regierungsmitglieder da quasi im Twitter da, die Zeit verbringen, das ist für mich also nicht zweit- oder drittrangig, ehrlich gesagt. Aber Herr Melnyk, hier einmal die Rückfrage, weil das hat ja auch Paul Ronsheimer gerade aus Kiew angesprochen. Ist es denn symptomatisch für die SPD oder für andere Politiker? Merken Sie das auch generell an Politikern oder auch bei bestimmten Parteien, wo Sie sagen, die könnten mich A, ernster nehmen und B, ist der Ton nicht richtig? Es geht nicht um mich persönlich und auch nicht um die Person eines Botschafters. Es geht darum, dass die Ukraine in einer dramatischen Lage sich befindet, seit genau 21 Tagen. Und es geht darum, dass man diese Dramatik hier endlich erkennt und auch dementsprechend handelt. Und nicht nur eine Zeitenwende einläutet vor 16 oder vor 17 Tagen und danach gar nichts geschieht. Also darum geht es. Und natürlich wünscht man sich also mehr Verständnis, aber auch mehr Führungskraft hier. Das vermissen viele Ukrainer, die gerade jetzt in Mariupol, wir haben Bilder gesehen, ein Theater wurde zerbombt, vielleicht viele Opfer da jetzt begraben. Ja. Und man schaut einfach weg oder man glaubt, dass dieser Krieg jetzt so schnell wie möglich zu Ende geführt wird, dass die Ukraine jetzt zur Kapitulation quasi nicht gezwungen wird vielleicht, aber das wird uns nahe gelegt, dass man sich lieber ergeben sollte, weil man diese schrecklichen Bilder hier in Deutschland nicht ertragen kann. Und das kann nicht sein, das kann nicht die Politik sein. Ich glaube auch, dass es immer noch dieses Gefühl gibt, ich habe es gestern irgendwo auch beschrieben gehört, dass das so ein Spielfilm ist, den man sich anguckt. Ja. Also kriege ich das Gefühl nicht los, dass es für viele Menschen doch immer noch so ein Fernsehereignis ist, das mit dem eigenen Wohnzimmer wenig zu tun hat. Wir müssen aber vielleicht mal die Übersetzungsleistung noch verbessern. Also dieses Theater in Mariupol wäre so, als würde in München das Residenztheater plötzlich in die Luft fliegen. Ja. Das Regierungsgebäude, was ich neulich gesehen habe, einer der ersten Raketenangriffe, wäre so, als wenn das Hamburger Rathaus, das Rathaus am Rathausmarkt in Hamburg, bam, in die Luft fliegt. Ja. Die Bilder von Menschen, die vor Wohnhäusern stehen, wäre, als würde hier in Berlin oder in Köln eine Wohnzeile einfach in die Luft fliegen, weil jemand beschlossen hat, ich terrorisiere euch jetzt mit Raketen. Das ist ja das. Das macht es nah. Und ich glaube, dass wir alle in Deutschland noch in so einer Psycho-Klemme sitzen, von der viele glauben, man könne es ausschließlich damit sich daraus befreien, dass man jetzt mit einer unglaublichen Welle der Hilfsbereitschaft sozusagen Menschen aus ihrem Land willkommen heißt hier. Das ist aber nur ein Teil, ein wichtiger Teil. Der andere Teil, der auf dem Schauplatz in der Ukraine spielt, ist deutlich unterbelichtet. Und deshalb ist die Forderung, die auch aus einer solchen Runde einfach immer und immer wieder laut ertönen muss: Herr Scholz, bewegen Sie sich. Herr Scholz, tun Sie was. Herr Scholz, lassen Sie der Regierungserklärung von vor einigen Wochen Taten folgen. Ja. Liebe Rot-Grüne, ich lasse die Gelben jetzt mal weg. Liebe Rot-Grüne, ja, ihr seid jetzt in der verdammten Situation, in einer Kriegszeit an der Macht zu sein. Dann verhaltet euch bitte auch so. Und dieser Tweet, auf den wir da zurückkommen, das glaube ich, das ist das Entscheidende, die dahinterstehende Haltung. Nämlich, der Mann geht uns auf die Nerven, der soll jetzt mal ruhig sein und der soll uns nicht dauernd an unsere eigenen Fehler und an unser eigenes Versagen und an unsere eigene, Rückständigkeit beim Liefern im wahrsten Sinne des Wortes erinnern. Das spricht daraus auch eine große Emotion und natürlich muss sich der Mann, der den verfasst hat, mindestens entschuldigen. Die Entschuldigung ist erfolgt und der Tweet aber ist gelöscht. Ja, aber die Entschuldigung ist aber sozusagen, das ist quasi Doppeltod bei Twitter. Also erst was schreiben, was einem Ärger macht und sich dann dort ein bisschen entschuldigen, da muss schon, ich hoffe, es ist ein Brief auf dem Weg an Herrn Melnyk und übrigens an alle Ukrainer, denn die hat er damit gleich mitbeleidigt. Ja, und man muss im Übrigen auch mal sagen, die dahinterstehende Haltung jetzt zu sagen, ich paraphrasiere das mal, so wie er zum Ausdruck bringt, der Herr Melnyk geht uns jetzt auf den Geist. Da muss ich mal sagen, ich finde, wie Sie sich diplomatisch noch äußern und wie gefasst Sie sind, ist ehrlicherweise menschlich hoch anerkennenswert. Wenn ich das vor Augen führe, die vielen Interviews, die ich auch von Ihnen gesehen habe, die Gespräche, wenn Sie berichtet haben, wie das ist für Ihre Familie, die das tagtäglich erleben, das muss man mal zum Ausdruck bringen. Ich finde, was im Moment in Deutschland ein Problem ist, und das hat man auch heute gesehen, ich meine, wir haben eine Aktuelle Stunde gehabt, überhaupt nicht zur Primetime, zur Lage in der Ukraine, der Bundeskanzler redet nicht.
Er sitzt stoisch auf der Regierungsbank, studiert seine Akten. Annalena Baerbock redet dann und hat im Prinzip auch, da werden vorbereitete Reden vorgetragen. Und ich habe nicht den Eindruck, dass da die Emotionalität aufgegriffen wird, die jetzt nötig ist. Und wir erleben im Moment, wenn ich den Punkt noch machen darf, so ein Stück weit so eine Normalisierung des Krieges. Es ist ein Stück weit so, dass viele jetzt sagen, ja, das ist jetzt so wie der tägliche Brennpunkt, der nach der Tagesschau zu Corona kam. Jetzt gibt es halt das Update, was ist in der Ukraine. Und da kann ich sagen, das ist das Hochgefährliche. Wir müssen es, so wie Sie es gesagt haben, nämlich genau übersetzen und uns auch vor Augen führen, was das heißt, auch für unser Land. Lassen wir noch einmal zu Paul Ronsheimer nach Kiew schalten. Das ist ja seine These. Und ein Part, Paul, den haben wir hier noch nicht so wirklich debattiert. Und das ist Gasgerd, wie du ihn genannt hast. Was können wir denn tun gegen ihn? Also was sollte Deutschland jetzt tun? Wie sollte Deutschland gegen ihn agieren? Und vor allem ja auch die SPD, seine eigene Partei. Ja, das klingt jetzt so wahnsinnig rabiat, gegen ihn tun. Ich glaube einfach, wenn eine SPD sagt, das ist alles so schlimm, was der ukrainische Botschafter tut, dann frage ich mich doch, Moment mal, also ihr habt ja lange zu Gasgerd gehalten, eigentlich über all die Jahre, wo er schon Geld gescheffelt hat für Wladimir Putin, wo der schon das in seinen Tresor stecken konnte für die Raketen, die er gerade runterregnen lässt auf das Land, in dem ich gerade bin. Und dann waren sie plötzlich alle auch wieder ganz baff, Mensch, jetzt fährt er zu Putin. Und dann hat Lars Klingbeil, der SPD-Chef, das fast gelobt, wo ich dachte, Moment mal, ja, okay, wenn er da was hinkriegt, gut und schön. Aber man hatte schon die ganze Zeit so das Gefühl, das ist doch eher eine PR-Aktion. Und das hören wir hier aus Kreisen des Präsidenten, aber auch Andriy Melnyk hat sich dazu ja klar geäußert. Und ich frage mich, wann sagt jetzt die SPD, also wenn du bis dann und dann immer noch bei Rosneft und bei Gazprom arbeitest, dann strengen wir ein Parteiausschlussverfahren an. Das kann doch nicht sein, dass alles sanktioniert wird, alle sanktioniert werden, aber der ehemalige Bundeskanzler weiter Kohle scheffelt für Wladimir Putin und dieses Geld ausgegeben werden kann, wenn man es mal übersetzt, für diese Raketen, die hier runterregnen. Ja, und auch, dass er jetzt in diesen Tagen das Geld einnimmt, ne? Also ich bin jetzt nicht absolut. Zuletzt, also auf dem letzten Stand der Details, in welchen Tranchen Gazprom und die anderen bezahlen. Aber die Vorstellung, dass jetzt irgendwie das Märzgehalt gekommen ist, deutlich fünfstellig in einer Zeit, in der der Absender sozusagen ein Kriegsherr und Despot und Diktator ist, das muss doch nimm. Ich muss eins ehrlich gestehen, ich kann es einfach nicht verstehen, was mit Gerhard Schröder los ist. Der muss verrückt geworden sein. Also mir fällt auf, dass also der Grad seines Verrücktwerdens sozusagen sich in der Menge der Instagram-Posts seiner Frau wiederfindet, die ja also quasi jeden Tag irgendwas postet und dann wieder löscht. Und es wird auch immer irrer und wirrer, was sie da macht. Aber irgendwas muss mit dem Mann passiert sein, denn es muss doch einen Sozialdemokraten. Und das würde ich immer noch sagen, das ist er doch. Das ist doch der Sozialdemokrat Gerhard Schröder, dem es gelungen war, sozialdemokratische Ideen in die Mitte zu rücken, mit Sinn unter die Leute zu rücken. Der muss doch jetzt sagen, mein Herz schlägt noch so weit links, dass ich mich wenigstens von einem Kriegsverbrecher so weit distanziere. Ich kann es macht mich eigentlich richtig verrückt, dass ich es nicht verstehe. Denn ich fand den Mann mal klasse. Und jetzt finde ich ihn im gleichen Maße, also mindestens irritierend bis schrecklich. Aber das Katastrophale, um das nur zu sagen, ist auch der Umgang, den die SPD pflegt damit. Ich meine, das ist ja der richtige Punkt, der jetzt aufgeworfen wurde. Also die Augen davor zu verschließen, wir werden mit ihm nicht reden, was er da gemacht hat. Und ich finde, die Bundesregierung, um das mal in den Details mal rauszuarbeiten, es ist eine Unverschämtheit, die sagen, wir wussten von der Reise nichts. Wir haben jetzt auch durch die Berichterstattung der Bild-Zeitung erfahren, dass die Personenschützer von Gerhard Schröder, bezahlt vom Steuerzahler, dass die mit in Russland waren. Und solche Reisen sind anzuzeigen. Aber das glaubt doch keiner, Herr Amthor. Es ist davon auszugehen, dass diese Sicherheitsbeamten dabei waren. Und die Innenministerin will uns nicht sagen, ob sie es vorher wusste oder nicht.